Heiner Brandt und sein Team packen in Zagreb die Koffer. Nach dem 28:25 gegen Ungarn belegt die DHB-Truppe Platz 5. Der ganz große Wurf ist nicht gelungen. Vorzeitige Rückreise. Natürlich steckt es noch ein bisschen im Hinterkopf drin, aber das müssen wir jetzt beiseite schieben. Und jetzt freuen wir uns auf die Freunde, Freundinnen, Familien. Spieler des Spiels gegen Ungarn. Lars Kaufmann zählt zu den Gewinnern im deutschen Team und spiegelt den Umbruch wieder. Genau wie der nachnominierte Sven-Sören Kristoffersen. Der machte gegen Ungarn sein erstes Länderspiel und gehört zur neuen jungen Handballgarde in Deutschland. Ja klar, das waren jetzt alles Leute, die vielleicht international noch nicht so in Erscheinung getreten sind. Und ich denke, die Truppe wächst zusammen und mit jedem Turnier und jeder Einheit, die wir zusammen haben, denke ich, wird die Mannschaft auch weiter vorankommen. Sie sehen sehr frisch aus, das heißt also gestern wurde nicht wesentlich über den Frust weggetrunken. Ja, was so eine Dusche am Morgen alles bewirkt. Sie nehmen es mit Humor und sehen das Turnier nicht als Enttäuschung, sondern als ersten Schritt auf dem Weg in eine neue, erfolgreiche Zukunft.